Ich spreche in den nächsten 15 Minuten über das Thema Civic Tech oder, wie ich es vor 4,5 Jahren mal übersetzt habe, über digitale Werkzeuge für Bürgerinnen. Und keine Sorge, es geht jetzt nicht los mit einer abstrakten Begriffsdefinition oder Erklärung. Wir bei der Open Knowledge Foundation setzen uns eigentlich immer zum Ziel, abstrakte Begriffe so ein bisschen außen vor zu lassen und lieber über konkrete Projekte zu sprechen, um Leute zu aktivieren, eher als sie zu irritieren mit abstrakten Konzepten. Und dasselbe zeige ich jetzt auch in meiner Präsentation. Ich zeige euch 3 Beispiele ganz konkret aus der Community. Was sind digitale Werkzeuge für Bürger? Das erste Beispiel kommt aus Berlin zu einem super aktuellen Thema, wo unsere Kinder lernen. Das wissen vielleicht einige oder haben es über den Sommer mitbekommen. Berlin hat ein großes Problem mit maroden Schulen. Es gibt einen Sanierungsstau und einen immensen Sanierungsbedarf. Ich habe jetzt hier die Zahlen der Stadt aus den einzelnen Bezirken. Wenn man das alles zusammenzählt, dann gibt es einen Sanierungsbedarf von 5 Milliarden Euro. Wenn man das auf Schulkinder runterbricht, dann sind es 11.000 Euro pro Schulkind. Und was ich an dieser Visualisierung ganz interessant finde, ist, man hat hier 2 Zahlen. Einmal die Zahl aus 2014, eine Schätzung der Bezirke, und einmal den Gebäudescan 2016. Und vielleicht nur ganz kurz vorab, die Schätzung 2014 konnten sich Bezirke ihre eigenen Kriterien überlegen, um zu evaluieren, was gibt es für einen Sanierungsbedarf. Und 2016 hat man sich überlegt, vielleicht macht es Sinn, einheitliche Kriterien zu schaffen, damit man einen Vergleich hat über die Bezirke hinweg. Und man sieht hier, diese Zahlen schwanken relativ stark. Dieser Gebäudescan oder mit dem Gebäudescan hat man jetzt für jede Schule eigentlich relativ detaillierte Daten, was genau da zu sanieren ist und wie viel das kostet. Leider gibt man die Daten momentan aber nur in dieser Form sehr stark aggregiert heraus. Also man kann wirklich nur sehen, wie viel hat der einzelne Bezirk an Sanierungsstau. Das war im Sommer diesen Jahres, und ein paar Wochen später kam eine digitale Karten- oder eine Kartenvisualisierung heraus, die man hier jetzt sieht aus dem OKLab Berlin, ein Projekt von Code for Germany. Und zwar hat Thomas Tursic für den Bezirk Lichtenberg visualisiert, wie viel Sanierungsbedarf hat denn jede einzelne Schule? Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn die Stadt die Daten eigentlich nur so stark aggregiert rausgibt, wie ist Thomas an diese Daten gekommen? Und dazu will ich eine kurze Geschichte erzählen, weil ich fand es selbst sehr spannend. Und zwar, die Stadt hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, und zu dieser Pressemitteilung gab es dieses Excel-Sheet. Und in dem Excel-Sheet war wirklich einfach nur diese Tabelle, wenn man es in Microsoft Excel öffnet, wo man wieder die Zahlen, die wir eben in der Visualisierung gesehen haben, sieht. Wenn man jetzt aber dasselbe Sheet, und Thomas hat das gemacht, mit Apple Numbers öffnet, dann sieht man plötzlich, eigentlich sind da viel mehr Reihen als in dem Microsoft Excel-Sheet. Interessant, sie sind zwar alle leer, aber dann habe ich Thomas gefragt, okay, gut, du hast es in Apple Numbers geöffnet und man sieht es so, was hast du danach gemacht? Und auf Slack hat er mir geantwortet, 3 Tage liegen lassen, übers Wochenende, dann in LibreOffice geöffnet, die Spalten eingeblendet und mich über die Zeilennummerierung gewundert, dann die Zeilen eingeblendet, alle Lichtenberger Schulen gesehen und gejubelt. Ganz interessant, für Thomas war das tatsächlich der Daten-Checkbot schlechthin, weil Thomas wohnt in Lichtenberg, seine 2 Söhne gehen in Lichtenberg in die Schule und er ist Sprecher im Elternverein und auch im Landeselternverband. Das heißt, für ihn waren diese Daten wirklich super interessant, und noch dazu ist er Datenenthusiast. Also es sind ganz viele Zufälle in diesem einen Projekt. Was hat Thomas gemacht? Er hat eine Seite erstellt, eine Visualisierung, die interaktiv ist, wo lernen unsere Kinder. Man kann sich dann durch die Schulen klicken, hier sieht man beispielsweise die Schule am Rathaus. Ich zoome mal rein, hat dann so einen Kassenzettel, wo man sieht, was ist denn der aktuelle Sanierungsbedarf dieser Schule? Und es hilft natürlich Leuten wie Thomas, die Elternvereinssprecher sind, eine Argumentationsgrundlage zu haben, bessere Entscheidungen zu treffen in Gremien, die Daten auch überprüfen zu können, also dann wirklich in die Schulen gehen zu können und zu gucken, stimmt das, was hier aufgeführt ist. Das war das Beispiel aus Berlin. Das nächste Beispiel kommt aus Stuttgart, und zwar geht es hier um Crowdsourcing von Luftqualitätsdaten. Stuttgart ist die Hauptstadt der Kehrwoche und ist auch oft mit Negativschlagzeilen in den Medien, weil die Luftqualität dort so schlecht ist, weil die Feinstaubwerte so hoch sind. Und
Civic-Hacker in Stuttgart haben mir erzählt, naja, medial werden oft wirklich nur die Schadstoffbrennpunkte betrachtet. Also das Neckartor zum Beispiel, wo es eine Station der Stadt gibt und wo laufend Höchstwerte überschritten werden. Und nur diese Stationen und diese Brennpunkte sind in den Medien. Jetzt haben sich engagierte Bürger aber gefragt, naja, wie sieht es denn in den restlichen Teilen der Stadt aus? Wie sieht die Luftverschmutzung vor meiner Haustür in meinem Kiez aus? Kann man da nicht mehr Daten dazu sammeln? Und auch hier, wie es der Zufall so will, sind Luftqualitätssensoren, Do-it-yourself-Luftqualitätssensoren und Module dafür werden immer günstiger. Das heißt, man kann kleine Do-it-yourself-Sensoren ganz gut selber bauen. Das hat das OK-Lab in Stuttgart auch gemacht, ein paar Monate lang experimentiert mit Sensoren, rumgelötet, bis man dann einen gut funktionierenden Prototypen hat und haben Bürger in der Stadt dazu aufgerufen, Pate dieser Geräte zu werden und was zu spenden. Ziel ist es, 300 Feinstaubmessgeräte in ganz Stuttgart zu verteilen, um Daten zu erheben. Und es hat auch ganz gut geklappt, wie man hier sieht. Es wurden fast 10.000 Euro gespendet ans Projekt. Die Teile für die ersten 100 Geräte sind eingetroffen. Die ersten Geräte sind auch schon installiert und wurden zusammengebaut. Das Projekt kann man sich hier auf der Seite angucken mit den Live-Daten. Das ist ein erster Prototyp. Das Projekt hilft dabei, Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema Luftqualität und Feinstaub und lernt noch dazu, den Stuttgarter Bürgern so ein bisschen löten, weil man das natürlich alles selbst zusammenbauen muss. Das ist ein Civic-Tech-Projekt aus Stuttgart. Das nächste ist bundesweit und vielleicht auch interessant für einige heute im Publikum, kleineanfragen.de. Eine Seite, die aggregiert sämtliche kleine Anfragen, große Anfragen, schriftliche Anfragen. Man sieht hier über 50.000 aus den unterschiedlichen Landesparlamenten, aus dem Bundestag und macht diese durchsuchbar, einfach zugänglich und verlinkbar. Und das waren sie davor eben nicht. Davor in Sachsen zum Beispiel hat man oft einfach eingescannte PDFs, die nicht maschinenlesbar sind und die man demnach auch nicht durchsuchen kann. Hier, so sieht eine kleine Anfrage auf dem Portal aus, wenn man sich reinklickt. Man sieht hier, wer hat sie eingereicht, wer hat sie beantwortet. Man kann sich das PDF runterladen, man kann drauf verlinken. Man kann sich auch Schlagworte abonnieren. Das heißt, man bekommt dann immer einen Alert, wenn ein bestimmtes Schlagwort fällt oder ein bestimmter Name fällt. Und genau, ganz interessant für Journalisten, für interessierte Bürger, für Mitarbeiter von Abgeordnetenbüros, für Verwaltungsmitarbeiter. Und bei den Verwaltungsmitarbeitern habe ich hier ein Beispiel. Die Verwaltung nutzt das Tool nämlich auch sehr stark scheinbar. Wenn man auf eine andere Seite geht, auf Sehrgutachten, wo Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundes bereitstellen und stehen, dann sieht man häufig in den Fußnoten, dass kleine Anfragen zitiert wird. Also Behördenmitarbeiter verwenden dieses Tool und sagen dann in ihren Gutachten, ach ja, wenn du dir diese kleine Anfrage angucken willst, dann hier der Link, zack, guck auf kleine Anfragen. Und das ist auch ganz interessant, wer hat dieses Tool gebaut, diese Seite Kleine Anfragen? Es war keine Behörde, es war auch keine große NGO, sondern es war Maximilian Richt, ein Softwareentwickler aus Bayern. Und ich habe Maximilian zu seiner Motivation gefragt, weil mich interessiert hat, ja, was motiviert oder was treibt jemanden an, so ein Portal in seiner Freizeit zu bauen? Und Maximilian hat mir Folgendes erzählt oder geschrieben. Ich habe gefragt, was wäre deine Motivation? Er hat geschrieben, der Bahnbrückenartikel von Zeit Online. Es war eine interaktive Karte über den Zustand von Bahnbrücken. In ihrem Datenblog haben sie das dann nochmal genauer beschrieben und dann bin ich neugierig geworden und habe mich am selben Tag noch durch die Parlaments-Dokusysteme von Berlin und Bayern gewühlt und festgestellt, dass die Dinger grausam zu bedienen sind und man dort eigentlich nicht richtig nach interessierten Anfragen wühlen kann. Und so habe ich am selben Abend noch das Projekt angelegt und losentwickelt. Smiley. Ein wirklich tolles Projekt, das er da gestemmt hat, das von vielen genutzt wird. Die Projekte, die ich gerade gezeigt habe, die drei sind aus der Code for Germany Community. Da gibt es 25 Labs in ganz Deutschland. Die treffen sich regelmäßig, arbeiten an Tools für ihre Städte und Nachbarschaften, wie denen, die wir gerade gesehen haben. Und das meiste in der ehrenamtlichen Zeit, also nebenher, überlegen sich die Leute, wie können sie ihre Skills und Fähigkeiten im Bereich Softwareentwicklung und Design für eben die Gesellschaft einsetzen.
Was ist die Motivation hinter diesen Projekten? Zum einen möchte man die Möglichkeiten von neuen Technologien aufzeigen. Man möchte zeigen, es ist keine Rocket Science, ein Portal wie kleine Anfragen zu bauen. Es schafft eine Person. Vielleicht möchte man auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, wenn mal wieder ein Auftrag rauskommt, mehrere hunderttausend Euro Steuergelder kostet. Man möchte aber vor allem anregen und zeigen, was geht. Und man möchte nicht zum Software-IT-Dienstleister for free werden, sondern eben mit Experimenten Städte und Behörden anregen, doch auch mal in diese Richtung zu gehen und neue Dinge auszuprobieren. Dann Push für mehr Transparenz und offene Daten. Man sieht es am Beispiel der Schulen von Thomas Tursitsch, der auch eine Informationsfreiheitsanfrage laufen hat, gerade in Berlin, um die Daten der anderen Bezirke zu öffnen. Das ist auch oft ein großes Thema. Und was viele Civic Tech Projekte eint, ist, man will politische Teilhabe ermöglichen und Bürgerinnen ermächtigen. Also es ist eine Community, die ja auch nicht technikhörig ist, sondern sich wirklich überlegt, wie kann man diese Skills und neue Tools so einsetzen, dass Informationen leichter zugänglich werden, dass Leute sich besser einmischen können, dass Leute sich besser vernetzen können. Ganz zum Abschluss noch, viele machen das in ihrer Freizeit als ehrenamtliche Projekte. Wir als Open Knowledge Foundation haben uns überlegt, wie kann man diese Leute gut supporten, wie kann man denen vielleicht auch öffentliche Fördergelder zugänglich machen von Ministerien, um mal über ein halbes Jahr was auszuprobieren, und haben vor 2 Monaten den Prototype Fund gestartet mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir vergeben in den nächsten 3 Jahren 1,2 Millionen Euro an Open Source Projekte. Die erste Runde ist gerade abgelaufen, die erste Förderrunde. Es gibt insgesamt 4 Runden. Wir können 10 Projekte mit maximal 30.000 Euro prämieren und wir haben 500 Einreichungen bekommen. Was uns sehr freut, weil es zeigt wirklich, es gibt Bedarf, es gibt Einzelpersonen, Teams da draußen, die an Open-Source-Projekten entwickeln, auch an Open-Source-Projekten für die Gesellschaft, und denen sollte man noch viel mehr Fördergelder aus öffentlicher Hand zugänglich machen. Vielen Dank.